als Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie, Boris Todorov, darf ich Ihnen jetzt über das sogenannte Blumenkohlohr ein paar Dinge erzählen. Moki, qualitätsgeprüfte Informationen und Ärzte. Das Blumenkohlohr ist vielen Menschen gar nicht bekannt. Sehr wohl aber im Bereich von körperbetonten Sportarten, daher auch manchmal das Ringerohr oder das Boxerohr genannt. Es kommt aber genauso im Bereich von Handballern, Fußballern, Basketballern und ganz, ganz häufig bei Rugby-Spielern vor. Zur Genese, zur sogenannten Entstehung des Blumenkohlohres ist zu sagen, es geht dem immer eine Hämatombildung, also eine Blutansammlung im Ohrmuschelbereich voran, kann auch vergesellschaftet sein mit einer Entzündung im Ohrenbereich. Sie müssen sich vorstellen, eine Ohrmuschel ist im Zentrum als Stützgerüst aufgebaut aus einem Knorpel, der diese spezielle Form einer Ohrmuschel hat, mit allen Details und Falten und Grübchenbildungen, die da dazugehören. Knorpel ist grundsätzlich kein durchblutetes Gewebe. Durchblutet ist am Knorpel nur das sogenannte Perichondrium, das heißt jene Haut, die den Knorpel umgibt, und dabei ist nicht die nach außen sichtbare Haut gemeint, sondern direkt dem Knorpel aufsitzend gibt es eine dünne Struktur, da laufen Gefäße drin und über Diffusion wird dieser Knorpel ernährt. Danach, als nächstäußere Schicht, gibt es auf der Rückseite des Ohres durchaus Fettgewebe, teilweise sogar Muskulatur, die unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Darum gibt es Menschen, die mehr und weniger mit den Ohren wackeln können. Aber an der Vorderseite gibt es praktisch dann keine Verschiebeschicht mehr zwischen diesem Perichondrium und der aufgelagerten Haut. Kommt es nun zum Einbluten durch Verletzung in den Bereich zwischen Knorpel und Perichondrium oder sogar auch zwischen Perichondrium und Haut, dann ist die Ernährung des Knorpels nicht ausreichend gewährleistet. Er könnte absterben und der Bluterguss, der dort ausgebildet wird, wird zu narbigem Gewebe umgeformt und dies erzeugt dann diese teilweise sehr groteske Form. Die Behandlung eines Blumenkohlohres ist grundsätzlich schwierig und daher unbedingt eher in der Prävention zu sehen. Das bedeutet, in dem Moment, wo es zum Einbluten in die Ohrmuschel gekommen ist, sollte dringend dieser Bluterguss entfernt werden. Im einfachsten Fall durch Abpunktieren und Absaugen, im aufwendigeren Fall durch Ausräumung und vielleicht sogar Anlegen von mehreren Fenstern, Löcher in den Knorpel hinein, damit Bluterguss, der an der Vorderseite des Ohres sich befindet, nach hinten vom Körper abdrainiert werden kann und abtransportiert werden kann. Denn nur auf diese Weise ist gewährleistet, dass diese Mangeldurchblutung des Knorpels nicht zustande kommt und damit die Bildung des eigentlichen Blumenkohlohres gar nicht entsteht. Ist ein Blumenkohlohr einmal in voller Form ausgebildet, ist die Korrektur möglich,
der Erfolg aber nicht garantiert. Man müsste in dem Fall dann über einen Schnitt hinter dem Ohr die gesamte Hautbedeckung der Ohrmuschel nach vorne klappen. Das, was sich hier an Narbengewebe, an Fasern, an fibrösem, also derbem Material gebildet hat, entfernen, dabei aber möglichst nicht die Durchblutung des Knorpels noch mehr in Mitleidenschaft ziehen und dann die Haut wieder zurückklappen und kann nur darauf hoffen, dass der Knorpel wieder durch Diffusion ernährt wird. Wird er das nicht, ist der Knorpel weiterhin defekt oder vielleicht sogar durch Entzündungsprozesse dort aufgelöst, dann gibt es zwar die Möglichkeit, Ohrknorpel und dieses Gerüst zu rekonstruieren, allerdings ist es immer schwierig, die präzise Form dorthin zu bekommen. Man verwendet dafür teilweise Knorpel von der Gegenseite, so dieses nicht in Mitleidenschaft gezogen ist, manchmal aber auch Anteile von Rippenknorpel, die man über einen Schnitt hier am Rippenbogen gewinnt und dann mit speziellen Techniken so zurechtschnitzt und miteinander vernäht, um eine Schablone für dieses Ohrgerüst zu erzeugen. Packt das dann hinter den Hautmantel ein und hofft, dass es dort einheilt und auch diese entsprechende spezifische Form eines Ohres wieder rekonstruiert. Wenn wir so weit gehen, dass der Ohrknorpel dort komplett zerstört ist, gibt es noch technische Möglichkeiten, mittlerweile aus dem 3D-Drucker ein Gerüst, das abgeformt wird von der Ohrform der Gegenseite, gespiegelt und dann eingebracht wird. Ein Gerüst, wo körpereigene Zellen einwachsen können und dann die Ohrform wieder vorhanden ist. Die Hauptkomplikation bei der Operation eines Blumenkohlohres, so es denn schon als solches ausgeprägt ist, ist vor allem, dass es nicht zu einer wieder ausreichenden Ernährung des Knorpels kommt. Das fürchtet man, weil der Eingriff selbst, all das zu entfernen, was an Gewebe zu viel dort ist, natürlich zusätzlich Durchblutung in dem Bereich wegnehmen kann. Und das würde dann erforderlich machen, dass eine komplette Ohrrekonstruktion vorgenommen wird. Ein sehr aufwendiger Eingriff mit Transplantation von Rippenknorpel etc. und daher nicht wirklich sehr wünschenswert. Möglicherweise ist das auch der Grund, warum viele Kampfsportler mit ihrem Ohr, Blumenkohlohr, weiterlaufen. Wenn man ein Blumenkohlohr nicht behandelt, ist das nicht wirklich eine große Tragödie, weil es in den allermeisten Fällen ein rein kosmetisches Thema ist. Selten kommt es dazu, dass durch Derbwerden der Ohrmuschel eine Beeinträchtigung des Schalles oder der Schallempfindung stattfindet, beziehungsweise wenn dieses derbe Gewebe bis in den Gehörgang hineinragt, zu einer wirklichen Gehörbeeinträchtigung kommen kann. Aus dem Gesagten erklärt sich, dass die Korrektur eines Blumenkohlohres ohne Beeinträchtigung des Gehöres eine wunscherfüllende Medizin ist, ein rein kosmetischer Eingriff und damit von der Krankenkasse nicht übernommen wird. Wenn Sie noch mehr Informationen zur Korrektur eines Blumenkohlohres haben möchten, dann scrollen Sie bitte wieder ganz hinunter und schauen Sie in unseren Blogpost hinein.